Ja, und damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Die da wäre dieses hier. Wir müssen den nächsten Anhänger aufnehmen. Sabotiere den nächsten Anhänger, nordwestlicher Anhänger. Das machen wir auf jeden Fall auch direkt. Haben wir das hier? Moment, wollten wir gerade nicht noch einfach hier den Kresto auseinandernehmen. Weil das Ding brennt ja hier. Oder haben wir... Moment, da fehlt doch noch eine Summe. Haben wir Kohle, oder? Sehe ich das falsch? Oh ne, das ist das... Ist die Weste. Okay. Ne, ist die Munition. Ah ne, ist doch die Weste. Sag ich doch richtig. So, eigentlich müssen wir da mal kurz eben gucken... Das müssen wir, muss da oben alles sein. Oh. Unser Freund Lincoln läuft auf gerade irgendwo gegen. Warte mal, hier ist auch Geld. Warte mal. Da. Ja, $500. Die würde ich doch gerne mit. Sind wir immer noch bei 4.700, die uns noch fehlen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das in dieser Folge alles auf die Reihe noch kriegen könnten. So, da ist auf jeden Fall Geld noch zu sehen, das sehe ich richtig. Und da ist auch doch Erste-Hilfe-Kasten, warte mal. Da liegt das Geld und dahinter ist der Erste-Hilfe-Kasten. Das ist immer gut. Das heißt, wir nehmen den Kram mit. Warte mal. Da. Und da ist auch noch ein Gemälde. Ich glaube, das bringt auch noch ein bisschen Kohle. Hoffe ich zumindest mal. Und danach müssten wir eigentlich hier... fertig sein, oder? Da ist das Gemälde. Ne, es bringt kein Geld. Aber wir haben drei Stück gefunden. Das heißt, es wird nur noch eins. In River Flow. Cool, Munition auch wieder dabei. Wunderbar. So, haben wir dann eigentlich hier auch alles gerade infiltriert. Also auseinandergenommen. Das müsste also jetzt gut sein. Ich hoffe zumindest, weil eigentlich dürften wir da jetzt nicht mehr viel haben. Da haben wir richtig Kohle rausgenommen jetzt gerade da. Warte mal, das ist doch cool. Eine Waffe, das ist aber eine andere Waffe, die ich hier hätte. Ja. Gut. Dann nehmen wir die Waffe gerade mal weg. Ja. Weil wir wollen ja da nicht unbedingt irgendwelche Zeugen. Allerdings brauchen wir jetzt gerade mal auch ein Auto, weil, ne? So. Gut, dann nehmen wir jetzt mit. Dann nehmen wir jetzt den nächsten Teil da vorne mit. Oh, eigentlich wäre da vorne wieder... Ach ne, da vorne ist... So, okay. Gut, ich muss auch ein bisschen aufpassen, was den Verkehr betrifft. Da vorne ist wieder so ein... Folger wahrscheinlich oder so. Upsi. Und hier vorne scheint ein neues Gemälde zu sein, oder? Sehe ich das falsch? Und die Frage ist, komme ich da jetzt rein ohne umsehen? So, das ist kein Problem. Zack, offen, weil ich will das gucken. Ich will gucken, was da oben ist. Ich glaube... Ne, es ist so ein Playboy-Heft. Okay. Ich dachte, super. Wir hätten ein Gemälde, aber... Also, wie soll ich nur ein Playboy-Heftchen. Ah, dafür die ganze Aufregung. Alles klar. Na gut. Dann nehmen wir die Mühle wieder mit.
So, gut. Oh. Ihr seht das da auf der Karte. Es sind einige. Der letzte ist wahrscheinlich wohl mega. Gut, der eine scheint wohl ein bisschen beschützt zu sein. Das heißt, ich werde mir den jetzt. Zack. Scheiße. Schaut doch mal nach. Mach die Beine breit. Bist du erledigt? Was ist bloß los mit dieser Welt? Wir haben einen Gast. Richtig. Schwanzlutscher! Geh weg da! An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen. So, der Geschäftsboss. Du hast genug Schaden angerichtet, um den Boss in sein Versteck zu locken. Das heißt, wir werden uns das Ding jetzt nicht noch genauer angucken. Weil, ja, wie gesagt, wir haben die Kohle zusammen. Wenn du bereit bist, dich auszuschalten, gehst du deiner Kontaktperson und besorge dir mehr Informationen. Wenn du erst mehr Geld verdienen willst, kümmere dich um die verbleibenden Vollstrecker und Sonderziele. Vergiss nicht, dass jeder Vollstrecker, den du am Leben lässt, weder an seiner Seite seines Bosses kämpfen wird. Ach, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. So, gut. Oh, ja. Da sind wieder einige Cops, das heißt. Gut, dann müssen wir mit dem Kollegen. Ach, das brauchen wir nicht, okay. So, dann wollen wir uns jetzt nicht mit dem Kopf so nötig anlegen, das ist natürlich klar. Den lassen wir jetzt einfach aus sein. Ich will mich jetzt gerne den nächsten Boss noch ausschalten. Dann sind wir nämlich auch fertig für heute hier mit der Folge. Das sieht doch gut aus. Es läuft doch so langsam, Step by Step. Sag mal, hast du diesen neuen Film gesehen, wo die Affen die Welt beherrschen? Planet Affen? Pass gefälligst auf, was du machst. Ich wundere, dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt. Genau. Gut. Toretto soll unten bei der Dockarbeitergewerkschaft sein. Will anscheinend wissen, wer verhindert hat, dass seine Leute Beiträge einsammeln. Glaubst du, er hat Greco gesteckt, was los war? Nee. Wie ich Andy kenne, würde er Greco sicher am liebsten unter der Erde sehen. Gleich neben dir. Aber er ist ein Schisser. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sie auch durch. Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jock sagt den Jungs, dass es bald wieder Arbeit gibt. Du hast Toretto gerade genug angepisst, dass er wieder bei der Gewerkschaft ist. Du musst dich um ihn kümmern. Machen wir doch. So, jetzt hoffe ich, dass wir so ohne Probleme hinkriegen mit dem Boss. Was soll denn das, Mensch? Das dürfte das Ende der Gute. Da vorne ist noch ein elektronisches Bauteil. Nein. So. Gut. So, dementsprechend haben wir das Ding haben wir fertig gemacht. Ja, der nächste, der ist nicht wahrscheinlich mal so weit weg, der Boss. So. So, jetzt mal gucken mal. Da vorne ist noch ein Baukasten. Keine Sorge, das machen wir noch als erstes. Damit ich das bloß nicht vergesse.
Soll ja auch alles seine Richtigkeit haben. Offen und drin. So. So, der Typ ist auf jeden Fall noch im Büro. Der weiß noch nichts von seinem Glück. So. So, Step by Step, wir ziehen sie nach und nach auf uns. So, der will ja. Okay, der ist da oben drin. Schauen wir mal, dass ich. Warte mal. Dann gehen wir da oben dann, wenn wir das können. Ne, ist kein. Verdammt, ist kein Verbindungsraum. Scheiße. Der arme Bastard hatte keine Chance. So. Einer weniger. Doch. Nicht? Schade, ich find's so schön bei euch. Zeit ist um, Wichser! Wie Wasserratten jagen! Wichser hat ihn kalt gemacht! So. Sind die denn oben, oder was? Ja, vermute, dass die oben sind irgendwo. Die vermuten, wo wir sind. Also, dass die versuchen, jetzt gerade durch die Decke zu holen. Dann mache ich immer mal die Munition hier mit. So. Gut. Der Hampelmann steht über uns in dem Raum. Okay, das ist okay. Jetzt brauche ich eine Treppe nur noch oben. Warte mal. Er hat einen von uns erwischt. Nehmen wir die mit. Den habe ich kurz danach mitgenommen, den Typen. Ich gehe in Deckung. Er nagelt mich hier fest. Das Arschloch versucht mich. Hör mal. Ich hab ihn entdeckt. So, gute Nacht, Kollege. Guck, guck. Nehmen wir den jetzt mit, oder? Anwerben. Ist am Ende. Stehst du zu ihm oder zu mir? Scheiß drauf. Okay, ich bin auf eurer Seite. Es wird Vito freuen, das zu hören. So. Gott sei Dank, den haben wir auch auf unserer Seite. Erpressungsgeschäfte gesichert. So, jetzt hoffe ich, dass wir Vito anwerben können. Oh. Ja, nehmen wir das doch mit. So, Vito, zack, zack, dein Laden. Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel. Ich will ein paar Jungs die Wache halten. Schnapp dir das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel.
Gut. Dann haben wir das erledigt. Dein Bezirk, den Bezirk übernehmen. Du hast dein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet. Nimm dir das andere vor, um den Leuten dann vorzulocken und den Bezirk zu übernehmen. Oberte und zugießende Bezirke schalten nur einen Gefallen und den zu deiner Unterbosse frei. Sehr gut. So. Wunderbar, dann haben wir das erledigt. Deine Entscheidung, Penner. Ich habe einen Gefallen bekommen. Sehr schön. Überfallkommando, du kannst Überfallkommando als Verstärker berufen, weil du unterwegs bist, um das Überfallkommando herbeizurufen, wer ist im Alba. Okay, das ist klar. Dann heißt, wir nehmen auf jeden Fall erstmal auch das Ding hier mit. Gut. Der Laden hier gehört. Und was haben wir dann als nächstes für eine Aufgabe? Okay. Kickback. Okay, das ist klar. Das ist ja. Ist das hier unser Gebiet oder was? Ja, ne? Ja, doch, das ist unser Gebiet, genau. Das ist von. Ja. Okay, dann haben wir das. Ja, genau, das ist dieser Stripclub, den wir hier, der hier fehlt ist. Okay. Wunderbar. So, die nächste Mission wäre hier. Das ist okay. Aber wir nehmen die Kohle mit, weil wir ja die Typen da weggeholt haben. So, die Hebelsmission sind 700 Meter weg. Aber dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3 und dann geht's da unten weiter, ne? Bis dann und tschüss.